Okay, let's try something different. Und damit herzlich willkommen. Ich bin Sisov und ja, es gibt traurige Nachrichten, denn vermutlich ist das letzte Video von Suva. Denn wie man es jetzt schon direkt sieht, es kommt die ganze Zeit eine Fehlermeldung-Verbindung. Bitte Internetverbindung überprüfen und dann versuchen. Nur leider ist es Schwachsinn. Denn da ist nichts. Deswegen kommen wir nicht mehr rein. Das ist jetzt auch schon seit einem Monat oder so. Sehr schade. Das ist seit dem neuesten Update. Das war ein Monat. Da war zuerst noch so ein Ladebildschirm mit dem Löwentube drauf zu sehen. Aber jetzt, der hat sich dann gestern oder so nochmal geändert. Keine Ahnung, ob das was heißt. Ich warte auch schon nach einem neuen Update, dass es vielleicht endlich mal ein Update gibt, das wieder funktioniert. Denn ich spiele manchmal mit Louis auch super und der hat das dann auch probiert und bei ihm ist es genau das gleiche deswegen. Aber trotzdem stehen hier unten noch diese Tipps hier. Das ist komisch. Wir waren auf jeden Fall, ja, es ist einfach schade, wäre das, wenn das jetzt wirklich der letzte Teil wäre. Sieht aber wirklich so aus. Weil wir sind gerade mal bis Liga 7 gekommen und hatten gerade mal die Charaktere Molly, Bruce, Nix und wen hatten wir noch? Also Molly, Bruce, Nix, Shelly hatten wir noch, die Schildkröte und war es sonst noch jemand oder so, ist sonst hier eingeblendet. Ja, und dann hatten wir ja noch die Items hier. Also dazu hatten wir noch den Rückschlagspeer, aber sonst eigentlich auch nichts mehr weiteres. Es gäbe halt noch viel, viel mehr, aber wahrscheinlich war es jetzt tatsächlich. Das ist schade, weil es hat sehr viel Spaß auch gemacht und so. Und ja, falls es noch irgendwann wieder funktionieren sollte, würde auf jeden Fall nochmal ein Video kommen dazu. Ansonsten müsst ihr davon ausgehen, dass das der letzte Teil gewesen ist. Es sei denn, es kommt vielleicht noch ein Best-of, weiß ich noch nicht. Ja, es ist halt sehr schade. Und also ich hoffe, die können daran noch irgendwas ändern, aber es sieht auch so aus, weil andere YouTuber und so, die machen ganz normal weiter. Deswegen verstehe ich das nicht so richtig. Die können einfach weiterspielen und ja. Deswegen weiß ich nicht mal, was im neuen Update überhaupt passiert ist. Da stand drin, es hat Fehler behoben. Nur leider hat es eher einen Fehler gegeben. Hier steht auch groß Fehler dran. Ja, muss man auch dazu sagen. Ja, und sonst deswegen kam auch so lang kein Video mehr. Sonst hätte ich schon längst ein Video rausgebracht, aber ja. Also um das nochmal zusammenzufassen, wahrscheinlich sind die Server von Suva down, beziehungsweise sind die gerade nicht online. Wenn wir jetzt das Schlimmste befürchten müssten, gibt Suva, also das Spiel, so gar nicht mehr. Das heißt, das Update hat das ganze Spiel in den Tod gerissen und es werden so keine weiteren Let's Plays mehr kommen. Falls es noch irgendein Update dazu geben wird, werden ich und die Sub euch auf dem Laufenden halten, auf Dsobs Kanal natürlich, weil ich spiele das Spiel ja eigentlich gar nicht. Und ja, dann würde ich sagen, war es das mit dem Video. Ist eigentlich echt schon sehr schade, dass dieses Format wahrscheinlich nicht mehr kommen wird. Und dann haut rein. Ciao.